So, was ist Architektur? Das ist eine einfache und auch eine komplizierte Frage. Also wenn ich zuerst darüber nachdenke, dann ist es einfach wunderbar, sich mit Architektur aus den eigenen Problemen zu verabschieden und sich um die Probleme der anderen Menschen zu kümmern. Das, denke ich, ist für mich einfach mal eine gute Ablenkung. Dann halte ich sehr viel von der Definition, die Hans Holl angegeben hat, dass eben alles Architektur ist. Also ich sehe Architektur sehr, sehr weiträumig und sehr vielschichtig, so dass wir uns nicht so sehr mit uns selbst beschäftigen müssen, sondern mit den Problemen, die wir heute finden. Also nicht nur formale Probleme oder ästhetische Probleme, sondern gesellschaftliche Probleme. Wir sind konfrontiert mit der Nachhaltigkeit. Wir werden immer mehr Menschen auf dieser Erde und so hat das Bild und auch die Ansprüche an die Architektur sich doch sehr verändert die letzten Jahre. Und also wir können heute die Architektur nicht mehr mit den gleichen Parametern messen wie im 19. Jahrhundert, geschweige wie Anfang 20. Jahrhundert. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat eine Entwicklung eingesetzt, die enorm ist. Und das hat auch unser Bild verändert. Nichtsdestotrotz bin ich von meiner Einstellung und auch von meiner Arbeit doch noch sehr vom 19. Jahrhundert geprägt oder von den Anfängen des 20. Jahrhunderts, so dass eine Definition jetzt einfach über eine Dienstleistung zu einfach wäre. Sondern Architektur fängt doch erst an, wo einfach das Handwerkliche aufhört. Das heißt, wir bauen, wir produzieren eine zweite, eine dritte Haut und das ist Funktion und das ist gebunden an diese Anforderungen, die sich natürlich über die Jahrhunderte verändert haben, aber die doch im Grunde immer nur da sind, etwas zu schaffen, wo ich mich im Inneren von einem Gebilde aufhalten kann. Und so ist diese Haut oder dieses Gebilde, was die Architekten produzieren, doch sehr auch an Kultur gebunden, an Politik gebunden und an die geografische Situation. Und die sind wechselhaft und die sind auch noch immer zu respektieren. Und so sehe ich, dass in einem weiteren Punkt, dass Architektur auch eine Erweiterung der Sinne ist. So dass der Mensch ist nicht nur eine Funktionsmaschine, sondern er hat verschiedene Aktivitätsgebiete, sagen wir mal so, die uns von den Tieren unterscheiden und die uns von sonstigen Lebewesen, die es gibt. So, wir haben einfach eine andere Dimension und eine andere Aufgabe zu erfüllen und die ist auch in der Architektur wiederzufinden oder muss wiedergefunden werden. Und was kann Architektur? Ja, somit ist diese Frage eigentlich definiert. Also Architektur, was sie kann, ist abhängig vom Anspruch, den man an sie stellt. Wenn ich jetzt diese ganzen funktionalen und gesellschaftspolitischen und kulturellen Parameter herausnehme, dann reduziert die Architektur sich eigentlich auf die Kreation eines Objektes oder eine Anzahl von Objekten, einer Stadt, eines Dorfes oder was weiß ich auch immer. Historisch gesehen ist der Architekt immer ein Abhängiger der Macht gewesen. Ne? Also es ist natürlich kann ich für einen Armen bauen. Aber historisch gesehen ist das nicht die Funktion des Architekten gewesen. Der Architekt hat immer für die Reichen und die Mächtigen gebaut. So ist Architektur entstanden, also dieser Mehrwert an kulturellem Input. Es ist sehr different, also wir müssen das heute differenzierter, glaube ich, sehen. Und wir sollten
diese Frage wird vielleicht zu wenig auch in den Ausbildungen diskutiert. Es wird zu wenig Handwerklichkeit und zu wenig diese philosophische Betrachtungsweise diskutiert, weil der Architekt kann nicht nur, heute nicht mehr, nach all dem, was wir in der neuesten Geschichte erlebt haben, kann der Architekt sich nicht die Augen zumachen und sagen, ich kümmere mich nur um die Ästhetik. Also wir haben zu viele Schweinereien im 20. Jahrhundert erlebt und zu viele Entwicklungen sind fehlgelaufen, sodass auch der Architekt sich dieser Frage stellen muss. Das heißt, der Architekt muss eigentlich auch alles können. Er muss über eine weite, eine große Ausbildung verfügen. Er muss zumindest über die Frage nachdenken können. Er muss sich den Luxus erlauben können, Fragen zu stellen, die die Ingenieure und Politiker heute nicht mehr können oder sich nicht mehr trauen zu stellen. Und das, glaube ich, muss immer noch die Aufgabe des Architekten sein. Ob er dann eine Antwort findet und ob er diese Antwort auch, ob die auch fruchtet oder ob die auch umgesetzt wird, das ist wieder eine andere Frage. Aber ich denke, es muss so im Ganzen betrachtet werden. Wie positionieren Sie sich im Diskurs der Architektur? Na, ich versuche überhaupt keinen Diskurs mehr zu haben. Weil in sehr jungen Jahren, ich muss auch sehen, in den 80er Jahren war der Diskurs, in den 70er und 80er Jahren war der Diskurs, er war notwendig. Er war total anders wie heute, weil wir zu einer Zeit Architektur studiert haben und dann auch angefangen haben zu arbeiten, wo es nach einer sehr langen Zeit der Dürre, ja, und die 70er Jahre waren furchtbar in der Architektur. Also man findet nicht sehr gute Bauten. Man findet schon einige herausragende, aber der Durchschnitt der Architektur war grauenhaft. Die Städte wurden nach dem Krieg zerstört und nicht nur durch die Bomben. Der Großteil von Berlin ist durch den Städtebau nach dem Krieg zerstört worden, nicht durch die Bomben der Alliierten. Und so ist das durch die ganzen Metropolen hat das sich hingezogen. Das heißt, die Städte wurden zerstört, es war ein komplettes Durcheinander und das war unsere Reaktion, auch der Weg über die Postmoderne wieder etwas zu finden, eine Antwort zu finden. Damals gab es einen Diskurs, der notwendig war, weil es keinen gegeben hat mehr seit einiger Zeit. Jetzt im Moment ist es ein bisschen so wie zur Zeit, als Jesus Christus seine Religion. Es gibt so viele Prediger in der Wüste, dass mir der Kopf brummt, wenn ich das höre. Also ich versuche keinen Diskurs zu haben. Ich versuche einfach meine Arbeit zu machen. Ich versuche meinen Garten zu bestellen und dann in meinem Büro zu arbeiten und mich mit den Fragen der Klienten auseinanderzusetzen. Natürlich in einem politischen und gesellschaftlichen Kontext, der sich natürlich nach Kontinent und somit nach Geografie und Kultur verändert. Und was ist Ihre Entwurfsmethode? Die ist, ich glaube, die ist sehr old fashioned. Sie geht auf jeden Fall über die Zeichnung. Ich kann nur Gedanken mit Zeichnungen formulieren. Und sehr spät erst habe ich angefangen, diese Zeichnungen in Modelle umzusetzen. Heute ist das so, dass ich natürlich so schnell zeichne, wie ich rede oder denken kann, aber Objekte sind auch ein bisschen komplexer geworden in der Form, weil das sich auch entwickelt hat und somit kriege ich auch nicht mehr alles über die Zeichnung gelöst. Das heißt, ich muss über Modelle, die Sie auch hier sehen, probieren, ich die nicht das Ästhetische zu lösen, weil das habe ich im Kopf, es geht mehr um den Maßstab. Ich denke, dass die Architektur eine Frage, und zwar in dieser Reihenfolge, ist, von natürlich Form, aber als erstes Material und dann die Form
und vielleicht die Farbe und die Vegetation. Somit kann ich Harmonie schaffen. Und für mich ist Architektur auch wiederum Harmonie. Also so wie in der, sehr lange bin ich bei Brahms stehen geblieben in der Musik. Schönberg, ja, aber diese sehr neuen Kompositionen, da habe ich nicht das Hirn dazu. Das heißt, und auch nicht das Wissen. Ich hab das nicht und ich empfinde das als unharmonisch. So wie es manchen Leuten wahrscheinlich mit der Literatur und mit der Architektur geht. Und da habe ich dann Verständnis. Aber ich versuche, diese Anforderungen, die an mich gestellt sind, in Harmonie umzusetzen. Und Harmonie bedeutet für mich eben diese, nicht das Heterogene, sondern das eher Beruhigende. Wobei die Form, wie ich schon gesagt habe, nicht so entscheidend ist. Bedenkt man diese griechischen Inseln, wo die Dörfer und die kleinen Städte so mit einer multiplen Anzahl an Formen zusammen gebastelt ist und alles ist weiß getüncht und es schaut harmonisch und als ein Gebilde aus. So sehe ich ein bisschen das. Wenn ich heute durch die Städte gehe, durch die Dörfer, ist alles so heterogen. Es sind so viele Materialien, so viele Informationen, so viele Reklamen, so viel wird auf mich eingeredet, so viel wird mein Körper, mein Geist vergewaltigt, dass ich das alles nicht aushalte. Und so kann ich keine Architektur machen, auch wenn diese Architekturen Perspektiven öffnen. Aber hat man ein aufregendes Leben, muss nicht auch noch die Freizeit aufregend sein. Also damit will ich sagen, ist man selbst voller Fantasie und voller Leben, dann muss ich rundherum nicht noch viel Getöse haben. Also frei nach Karl Kraus, gemütlich bin ich selbst. Also so würde ich das mal zusammenfassen. Ja.